Seit Tagen hat sich Susi auf das lange Wochenende gefreut. Doch nun macht ihr eine starke Erkältung einen Strich durch die Rechnung. Studien zeigen, dass das Phänomen Freizeitkrankheit aus einer dauerhaft hohen Stressbelastung resultieren kann. Aber wie kommt es dazu? Verändert sich der Stresspegel, ändert sich auch der Hormonhaushalt im Körper. Der dadurch ausgelöste biologische Ablauf in unserem Körper hat sich seit der Steinzeit nicht wirklich verändert. Er soll Energiereserven freisetzen, um unserem Körper bei Bedarf eine blitzschnelle Reaktion zu ermöglichen. In der Steinzeit waren dies gefährliche Situationen, denen wir mit Schnelligkeit entfliehen mussten. Bei akutem Stress erhalten die Nebennieren vom Gehirn das Kommando, verstärkt Stresshormone zu produzieren. In einem ersten Schritt kommt es so zur vermehrten Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Dadurch beschleunigt sich der Herzschlag und der Blutdruck steigt. Die Muskulatur und Organe wie die Lunge können kraftvoller arbeiten, da sie mit mehr Blut versorgt werden. Mit etwas Verzögerung, etwa 10 Minuten nach dem Adrenalinausstoß, schüttet die Nebenniere Cortisol aus. Das Cortisol bewirkt, dass der Blutzuckerspiegel steigt, wodurch die Zellen mit zusätzlicher Energie versorgt werden. Da die ganze Kraft in Flucht und Kampf gesteckt wird, kommt es zur Verminderung von Körperfunktionen, die in diesem Moment weniger wichtig oder sogar belastend sind. Dazu zählen etwa die Verdauung und das Immunsystem. Ist der Stress vorbei, normalisiert sich der Hormonspiegel von selbst wieder. Anders sieht es bei chronischem Stress aus. Weil der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, wird die Immunantwort ständig unterdrückt. Besonders empfindlich reagieren die T-Lymphozyten, deren Aufgabe es ist, fremde Organismen und kranke Zellen zu erkennen und abzutöten. Auch wenn sich Erreger bereits im Körper befinden, bleiben Erkrankungssymptome in der Stressphase deshalb zunächst aus. Sinkt in einer längeren Entspannungsphase der Cortisolspiegel, kommt es zeitlich verzögert zur Immunreaktion. Das Immunsystem beginnt schlagartig bereits eingedrungene Erreger zu bekämpfen, wodurch ganz plötzlich Krankheitssymptome auftreten. Das betrifft vor allem stressgeplagte Menschen wie Susi, die dann gerade am Wochenende oder im Urlaub krank werden.